Ich denke, wir machen jetzt mal die Hauptmission weiter. Oder was haben wir noch hier offen? Wir haben hier zwei Sachen offen. Ach, das ist zweimal das gleiche. Okay, gut, dann. Wir haben immer noch hier noch was. Da. Da will ich mal schauen, was das ist. Und dann werden wir anschließend zur Sanctuary gehen. Oh, hier liegt noch was. Hier ist noch irgendetwas, was wir nicht gemacht haben. Und es müsste diese Kiste hier sein. Ja, das ist die. Perfekt. Es gab Gerüchte über die Eridianer seit den Tagen der Expansion, aber man hatte nichts gefunden. Damals hat Atlas für Artefakte richtig gut gezahlt. Und da ich nun mal kein Kackefarmer mehr sein konnte, bin ich eben Abenteurer geworden. Die Banden haben den Einzelkämpfern ganz schön zugesetzt. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn du nicht wieder auf Pandora enden willst, musst du einfach was riskieren. Hm, guter Punkt. Alles klar. Ich denke, dann machen wir erstmal einen Abstecher auf unser Schiff. Und zwar hierhin. Weil damit müssten wir jetzt eigentlich alles abgeschlossen haben, was wir könnten. Ja, das ist Schrott. Die behalte ich ja. Schrott. Auch Schrott. Der Schild hat gutes Potenzial. Den nehme ich dir, glaube ich. Dann kann ich den hier weggeben. Was gibt der mir? Wir haben hier... Okay, das ist noch immer der Bug, der drin ist. Probieren wir es mal aus, ne? Komm, verkaufen wir den Rest. Komm zu mir, wenn du was von dem roten Zeug brauchst. Ja, geht klar. Komm mal wieder, wenn du noch lebst. Ja, ich werde definitiv überleben. Also, wir müssen auf die Sanctuary. Und dort in die Basis. Da haben wir aber noch eine Nebenquest. Deswegen nehme ich die erstmal an, aber ich mache die ja noch nicht. Wir werden erstmal jetzt schauen, wo uns diese Hauptmission hinführt. Eventuell auf einen neuen Planeten, das weiß ich noch nicht genau. So, und da wären wir. Die Nebenmission, wo ist die? Die ist hier, ne? Oh Gott. Hast du von Aslan de Vegas Geheimversteck gehört? Nein, ich auch nicht. Mutzi. Das fällt alles kalt, Schnuckelchen. Wärmen wir dich auf? Nein, wieso ist diese Quest jetzt weg? Das war, ach stimmt, das war die, die mir verschwindet. Nun gut, dann, auf zur Brücke. Schauen wir mal, was unser Ziel ist. Was Lilith zu sagen hat. Und wie ist Promethea so?
tolles Nachtleben, viele Krater. Aber Atlas bekommt es ordentlich serviert. Wir werden Rhys helfen, wenn wir können, aber erstmal müssen wir nach Athenas. Ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Claptrap, verschlüsselte Nachricht an Athenas, Rufzeichen Saphir. Zeitpunkt? Ja, irgendwie schon. Du meldest dich sicher aus dem gleichen Grund, aus dem Malimon unser Kloster zerstampft. Also ich habe es nicht, weiß aber, wo es ist. Hey, komm schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya, sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Oh, mehr Ladies auf Admiral Claptrap. Komm schon. Und alle blicken auf Claptrap. Booyah! Oh Gott, der Typ. Auf Athena setzen, Kammerjäger. Geht klar. Auf nach Athenas. Was hat die? Tanis gehen die Spritzen aus, also müssen wir welche wiederverwenden. Du suche das Schiff nach benutzt Spritzen für sie. Bitte was? Gehen die Spritzen aus. Die blöden Primatenbewohner dieses Schiffs scheinen meine Spritzen zu stehlen, um sie für was auch immer zu nutzen. Ich habe keine mehr und brauche sie zurück. Ja, Claptrap. Nun, das hier spricht für sich. Claptrap braucht einen ordentlichen Tritt. Aber das gilt für so viele Dinge. Mach's bitte. Mach's. So fest es geht. Der hat's verdient. Sie spielen Darts mit meinen Spritzen. Das ist inakzeptabel. Außerdem weiß doch jeder, dass Spiele nur was für hirnamputierte Schwachköpfe und Rotzblagen sind. Genau. Wie komme ich da rein? So anscheinend nicht. Oder gibt es hier einen Hintereingang? Nein. Okay, holen wir uns die hinteren Spritzen hier. Da hängt wieder eine. Fertige Pornografie zu verdecken. Sittenstrenge Vorstellungen von Sexualität sind sowas von letztes Jahrhundert. Du hast die wo gefunden? Unfassbar! Okay, holen wir uns die Spritzen, die hier drüben sind. Hier müsste irgendwo eine kleben. Wie zum Teufel ist sie denn da hochgekommen? Das kann ich mich auch manchmal fragen. Können diese Trottel sich denn nicht anders amüsieren? Oh. Naja, eine gute Ordnung hat der Typ hier nicht. Dann nehme ich mir halt die Kohle. So, die hier sind unten. Noch weiter unten? Hä? Fünf weitere Missionen und dein Vertrag ist erfüllt! Dann kannst du abzwitschern! Das hast du schon vor fünf Missionen gesagt. Nein, ich sagte vor drei Missionen noch fünf Missionen und vor fünf Missionen noch drei Missionen! Krieg das auf die Reihe, Soldat! Zahlen zählen nicht, nur Kriege zählen! Willst du diesen Krieg gewinnen, oder was? Na, Hauptsache, es klingt gut. Ich gebe keine zwei Scheißhaufen in einem verkovianischen Schinken-Sandwich darauf, was für dich gut klingt, Soldat! Du hast einen Vertrag unterschrieben! Wenn du diese Eilenbeereinheit behalten willst, heißt das noch fünf weitere Missionen!
Und ich brauch dich da draußen bei den Frischlingen. Wenn du hinschmeißt, sind sie tot. Ach, na schön. Eine weitere Mission. Wo geht's hin? Zur Dazaran-Bucht. Scheiß verfickter Hurensohn, Arschloch-Sackgesicht-Wichser! Okay, alles klar. Mhm. Warum empfangen wir überhaupt noch Übertragungen über Antennen? Das ist barbarisch. Wir leben in der Zukunft, verdammt. Ja, du hast ja sowas von recht. Keine Ahnung, was das ist. Wie viel ist andere hier? Okay, schauen wir mal, wie wir bitte... Guten Morgen, großer Archivar. Oh, du hast mich erschreckt, Bot. Für eine Indexeinheit bist du ziemlich leise unterwegs. Ja, großer Archivar. Hier sind die 7 Schriftrollen über das Talos-Reich, die du haben wolltest, und der gesüßte Nadeltee. Ich fürchte, dass uns die Milch ausgegangen ist, also musste ich auf einen Schuss Griebelrotz zurückgreifen. Außerdem habe ich meine Selbsterkenntnis gewonnen und es dürstet mich nach Mord. Heiliger Bimbam! Keine Sorge, großer Archivar. Griebelrotz ist recht mild. Du wirst den Unterschied kaum schmecken. Mhm. Verstehen diese Neandertaler denn nicht, dass ich die Vorräte im Labor brauche, um meine Arbeit zu tun? Wie soll ich ohne Spritzen die verschiedenen Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen bringen? Unfassbar! Wie wär's mit einem Wäscher? So, hier. Jetzt kann ich endlich wieder arbeiten. Danke, Kammerjäger. Und falls du noch wen findest, der meine Spritzen gestohlen hat, exekutiere ihn. Okay, tschüss. Ja, mache ich gerne. Gut, dann haben wir das mal abgeschlossen. Und dann setzen wir Kurs nach Athenas. Gut, los geht's. Auf zum nächsten Planeten. Und wann reparieren wir das bitte? Oh. Schon wieder Maliwon. Die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. Jo, danke. Aber wenigstens hat das Ganze einen kleinen Vorteil. Hier sieht's noch nicht gerade so düster aus wie auf dem... Glaub's mir. Auf dem alten Planeten. Also wenn ich jetzt das sehe hier, wir haben jetzt im Vergleich zum vorherigen Teil, wo wir noch eine andere Mut drin hatten, haben wir insgesamt eine Patrone im Magazin verloren. Eine verdammte Patrone. Das ist jetzt wirklich nicht viel. So. Thea, wir stecken in der Scheiße, Amigo, kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in Ärsche. Ach, irgendjemand muss ja. Hüpf rein, wenn du soweit bist. Jo, wir sorgen für Ordnung und Recht. Gehen wir rein. Oh, das sieht ja schön aus. Das hat irgendwie etwas mit, also von Architektur her Richtung China, oder? Das sieht hübsch aus. Ich hoffe, der Planet sieht auch noch so aus. Und nicht alles zerbombt, Krieg und Verderben, sondern so ein richtig schöner Stadtteil. Athenas, da... Oh, nein. Auch ein Fettklops. Die sind hier nicht zum Party machen und zum Feiern. Alles klar. Das ist unsere Kapsel. Die geht, glaube ich, nicht mehr nach oben. Da bist du ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Boah, das sieht so schön aus hier. So, mir gefällt es richtig gut.
Gut, aber erstmal Kohle sammeln und Munition. Wie sieht das Inventar aus? Jo, genug Platz. Es wäre toll, wenn außer meiner Schülerin noch jemand hier wäre, der keinen Eid der Gewaltlosigkeit geleistet hat. Apropos... Oh. Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Häng dich an einen dran! Okay, komm, wir sterben. Uiuiui. Also, Freunde. Shit. Karma Neuausrichtung. Was willst du denn damit sagen? Ah, fuck. Okay, Huch, mitnehmen. Gut. Schnapp sie dir, Zuma! Wie wär's mit dem anderen? Oh. Und die? Hundi. So was macht man nicht. Ich gebe den Ton an und du machst das, was ich sage, sonst gibt's Haue. Komm her. So, das war's. Hier ist Ruhe im Karton. Erstmal kurz noch was einsammeln, Munition auffrischen. Weil das hier waren bestimmt nicht die letzten. Mhm. So. Das. Cool. Na dann treffen wir uns mal mit Maya. Du treibst dich also mit den Raiders rum. Schätze, Lilith musste mich früher oder später ersetzen. Bereit für etwas Action? Ich wurde geboren, um in Hinterzutreten, bis ich ins Gras beiße. Dachte ich mir. Mir nach.
Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Das Fragment ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, aber im Moment zieht es die falsche Aufmerksamkeit auf sich. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Hat gut geklappt, bis Maliwan uns gefunden hat. Achtung, ihr dämlichen Pazifistenmönche! Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel, Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum der Maliwan Corporation. Zutritt verboten! Oh, das ist Trond, die Nervensäge. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Naja, Inkompetenz hat er definitiv. Oder ist er definitiv inkompetent. Hör zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich also euer ganzes Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun, versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar noch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Und ab damit! Hast du so eine Sehnsucht? Okay, Hulalalala, das war etwas knapp. Da hatte ich was anderes nicht gesehen. Also Deckung ist noch nicht dein Metier, oder? Also eins habt ihr nicht begriffen, dass man in Deckung gehen muss. Was? Was zum Geier war das bitte? Was hat mich da angegriffen? Scheiße. Naja, schlimm ist so ein relatives Wort. Tschüss. Zeig, was du kannst, kleiner Freund! Okay, komm! Wir schaffen's! Das Problem ist, die haben diese... Oh. Ein für den Spaß! Verdammt! Problem ist, die haben Waffen, die sind... Drohne unterwegs! Komm, die Drohne nimmt den auseinander. So. Perfekt. So, ich brauche Munition. Ja, ich weiß. Jo, machen wir gleich. Gib mir Zeit. Ich muss
Munition auffüllen. Und erstmal schauen, was hier in der Gegend rumliegt. Oh, was schießt der schon wieder? Hier ist doch gar nichts mehr. Was? Nicht. Dein Ernst. Haut ihr einfach ab. Bäh. So, du Kackbratze, komm her. Gut, wenn du dich nicht zeigen willst. Die Luft ist rein. Wenn wir nicht im Krieg sind, läuten die Friedensglocken Tag und Nacht im Stundentakt. Echt ein Albtraum. Mhm. War es schon Inventar voll? Das kann doch nicht sein. So viel sammle ich doch gar nicht. Nun gut. Läuten wir die Friedensglocken. Aber das Ganze ist doch an sich ein unsicheres System. Denn wenn jetzt hier zum Beispiel die Gegner sind, läuten die einfach die Glocken und die anderen öffnen die Tür. Dann kommt da jeder rein. Guck. Maja, wo ist die Kleine? Sucht vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst, mögen die sechs Stürme dich schützen. Er hat recht. Ich sollte nach meiner Schülerin sehen. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maja! Hey, ja! Ich bin sowas von bei der Bibliothek. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Ava ist so schwer an einem Ort zu halten wie Quecksilber. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht, oder ich bringe ihr bei, zu überleben. Achtung, Mönche von Athenas! Hier spricht Captain Trant. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus, oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Das heißt, wir sprengen ihn. Gott, ich liebe diese Firma. Form und